Good morning, Europe. Heutiges Thema Lobbyismus. Lobbyismus ist ein wichtiges Thema in Brüssel und in Straßburg, denn man kann sich das ja vorstellen, Europa, die Europäische Union ist relativ groß, es gibt nicht so viele Abgeordneten und die sitzen halt sozusagen in Brüssel und Straßburg und die müssen ja wissen, was die Leute in ganz Europa denken. Also braucht es InteressensvertreterInnen, das heißt also unterschiedliche Verbände, zum Beispiel der Milchbauern oder der Handwerker oder vielleicht auch der Verbraucher oder der Schiffseigner, also ganz verrückte Geschichten gibt es da und da gibt es unglaublich viele Lobbygruppen, so nennt man die, und Lobbyisten, also Vertreter, die dann in Brüssel und in Straßburg arbeiten dafür, dass die Abgeordneten quasi mitbekommen, was deren Interessen sind. Und davon gibt es Zehntausende in Brüssel und das liegt natürlich auch daran, dass wir 27 unterschiedliche Länder haben und es gibt dann sozusagen die belgischen Bierbrauer und die französischen und so weiter und jeder will natürlich seine Sichtweise bringen. Das ist grundsätzlich auch legitim und ein wichtiger Teil der europäischen Demokratie, dass wir also diese Interessensvertreterinnen haben. Aber das führt natürlich immer wieder zu Komplikationen, denn die Frage ist, wie transparent läuft das eigentlich und ist das irgendwie auf Augenhöhe von den unterschiedlichen, manchmal sicher auch widerstreitenden Interessen? Oder gibt es da eine Gruppe, die sich sozusagen leisten kann, jeden Tag beim Kommissar an der Tür zu klopfen oder bei der Europaabgeordneten in der Abgeordnetenbar zu warten und mit der direkt zu reden? Und dazu muss es Regeln geben und wir als Grüne haben in den letzten Jahren eingefordert, die Regeln im Europäischen Parlament zu verschärfen, etwa wenn es darum geht, was kriege ich eigentlich von irgendwem, für wen arbeite ich, habe ich Interessenskonflikte oder wenn es darum geht, mit wem treffen wir uns eigentlich und wer ist hier so eigentlich, ein Lobbyregister zum Beispiel einzuführen. Und um dem vorzugreifen und so ein bisschen in die Richtung zu weisen, habe ich zum Beispiel auf meiner Webseite online gestellt, mit wem ich mich in den letzten 12 Monaten getroffen habe. Das waren allein zum Datenschutz 170 unterschiedliche Vertreterinnen. Bis zum nächsten Video.